In diesem Video geht es mal um diese Zoom-Birne von Paulus und Schuler. Ich wurde schon von mehreren angeschrieben, was ich denn von dieser Birne halte, und nun möchte ich dir einen ausführlichen Test dazu geben. Ich teste mittlerweile seit einem Jahr, wenn man so will, also seit einem Jahr ist diese Birne in meinem Besitz. Ich habe mich dafür entschieden, auch da erfährst du warum. Und ich habe den Test nun in verschiedene Kategorien aufgeteilt. Die erste Kategorie ist die Mechanik und der Clou dahinter. Was ist es eigentlich, diese Zoom-Birne? Was steckt dahinter? Dann möchte ich auf die Größe und das Gewicht eingehen. Ich möchte das Material und die Verarbeitung dessen nochmal herausarbeiten. Und natürlich darf der Klang nicht fehlen. Wie ist der Klang im Vergleich zu anderen Birnen? Dazu kommt am Ende der Preis und mein persönliches Fazit dazu, warum ich mich für diese Birne entschieden habe und für wen es vielleicht aber nicht das Richtige ist. Das alles, wenn es dich interessiert, erfährst du jetzt in diesem Video, also bleib doch einfach dran. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Online Klarinette lerne mit Praxistipps rund um die Klarinette. Mein Name ist Verena Schoknecht und heute mal ein ausführlicher Test zu der Zoom-Birne von Paulus und Schuler. In der ersten Kategorie möchte ich mal die Mechanik und den Clou dahinter unter die Lupe nehmen. Was ist das eigentlich? Warum spielen mittlerweile so viele Klarinettisten auf dieser Zoom-Birne? Was hat es damit auf sich? Dazu nehme ich am besten einfach mal die Birne raus, dann kann ich dir das besser zeigen. So, diese Birne von Paulus und Schuler, die ist so aufgebaut, dass man diese Birne, was auch der Name Zoom beinhaltet, zoomen kann. Man kann sie erweitern in der Länge. Jetzt kennst du es vielleicht, dass du mit deiner herkömmlichen Birne nur eine Größe hast. Und wenn du aber zu hoch bist, sagen wir mal, und ein Stück rausziehen musst, das machen wir dann immer zwischen dem Oberstück und der Birne eben, dann entsteht hier unten eine Lücke zwischen dem Oberstück und der Birne. Und das beeinträchtigt den Klang und auch die Ansprache. Und das hat uns Klarinettisten eigentlich schon lange gestört. Und jetzt kamen Paulus und Schuler auf die Idee, eine Zoom-Birne herzustellen. Der Clou dahinter ist nun, dass es keine Lücke mehr außen gibt, sondern dass innen drin es verstellt wird. Du siehst, es sind zwei Teile, die ineinander gedreht sind. Und durch diesen Stellring, wenn ich da jetzt drehe, dann kann ich diese Länge erweitern. Das ist eigentlich auch der Clou dahinter. Und so viel zu der Mechanik. Was steckt dahinter? Was bedeutet Zoom-Birne? Die nächste Kategorie ist dann die Größe, was ja eigentlich schon daraus resultiert. Und ich möchte auch aufs Gewicht eingehen. Erstmal zur Größe. Also es gibt verschiedene Grundlängen, die von Paulus und Schuler angeboten werden. Üblicherweise im herkömmlichen Handel, sag ich mal, finden sich für die deutsche Klarinette die Längen 55 und 56 mm. Das ist jeweils das Startmaß und von da aus kann man dann bis zu 4 mm erweitern. Das ist Wahnsinn. Also wenn du normalerweise, also bei Anfängern sind die Größen 52 und 54 mm, später sind es dann eher 54 und 56 mm und bei den, sag ich mal, besseren Instrumenten, wenn man dann schon ein bisschen gespielt hat, dann sind so die Standardgrößen 56 und 58 mm. Also üblicherweise hat man zwei Birnen bei seiner Klarinette dabei. Oder schafft sich im Laufe des Klarinettenlebens noch eine zweite Birne an, weil man eben diese Lücke überbrücken möchte und dementsprechend dann zwei Größen meistens hat. Also wenn man jetzt in kühleren Räumen, das wirst du ja kennen, eher auf die 56 mm zurückgreift, dann wird man in wärmeren Räumen oder dann im Sommer, wenn es grundsätzlich wärmer ist, eher die 58 mm spielen. Oder je nachdem, in welchem Ensemble du mitspielst, ob du in einem Orchester spielst, in einem Orchester, wo nur Bläser mitspielen, in einem Orchester, wo auch Streicher mitspielen, da verändert sich die Stimmung, die Grundstimmung, und da wirst du dich anpassen. Und hier hast du das in einer Birne.
Du kannst bis zu 4 mm verstellen. Wenn die Grundgröße, so ist es bei meiner jetzt, ich habe die 56 mm gewählt, wenn das 56 mm sind, dann kannst du bis zu 60 mm erweitern. Und das Schöne ist, dass bei diesem Stellring auch Markierungen drauf sind. Dazu komme ich mal näher, um es dir noch besser zu zeigen. Und mit jeder Markierung gehst du einen halben Millimeter auseinander. Also nicht du, sondern die Birne. Und es gibt sogar noch einen Punkt dazwischen. Das heißt, du kannst dir auch immer merken, wo du eigentlich, also wo deine Stimmlage am besten ist in diesem und jenem Ensemble. Und kannst eigentlich relativ schnell, ohne dass du das Mundstück verrutscht, also verdrehst oder die Birne verdrehst oder irgendwas zwischendrin passiert, kannst du relativ schnell an diesem Ring ein bisschen drehen und schon hast du ein bisschen erweitert oder eben zurückgedreht. Also das so viel zu der Größe. Ist eigentlich wirklich gut. Der Nachteil nun, oder einer der Nachteile, ist das Gewicht, wie ich finde. Aber das entsteht eben daraus, dass wir da so eine Mechanik mit einem Metallring drin haben. Bei dem Gewicht muss man schon fast das Doppelte hinnehmen im Vergleich zu einer herkömmlichen Birne. Also wenn eine herkömmliche Birne zum Beispiel von Wurlitzer bei 58 mm ungefähr ja, um die 40, 46 Gramm wiegt, 46 Gramm, dann ist es bei dieser Paulus und Schuler Birne schon 71 Gramm. Und das ist schon, das merkt man schon auf dem rechten Daumen, wenn man das, wenn man die Klarinette dann in der Hand hat. Da muss man doch mehr Gewicht mit sich rumschleppen. Also das hat es schon in sich, muss man wirklich zugeben. Wenn du dann noch zum Beispiel eine Blattschraube hast, die auch noch mit einem, weiß nicht, einem Metallschraube und irgendwie schwer verarbeitet ist, dann wird es wirklich schwer auf dem rechten Daumen. Ja, also das muss man wissen, das Gewicht ist hier deutlich höher als bei einer herkömmlichen Birne. Dann, nächste Kategorie, die sich eigentlich anschließt, nämlich Material und Verarbeitung. Im Prinzip habe ich da schon einiges dazu erzählt, was die Verarbeitung angeht, nochmal im Detail. Das Material, das ist hier unten Grenadilholz, also das, wie auch der Rest der Klarinette eigentlich gebaut sein sollte. Ein schönes Edelholz, Grenadilholz. Und der Stellring ist aus Metall und darüber haben wir ein Stück aus Kunststoff. Das ist ein bisschen schade vielleicht, dass es nicht auch Grenadilholz ist, aber ich vermute, es ist einfach nicht anders möglich, beziehungsweise wäre dann das Gewicht noch mal schwerer. Zur Verarbeitung muss man sagen, es ist total sauber verarbeitet, da gibt es nicht viel. Es ist ein super schönes Stück Holz, Grenadilholz ohne Risse. Kann man nicht erkennen, es ist sehr gut verarbeitet. Auch der Kunststoff ist super schön glatt und ja, es funktioniert auch, wenn man es auf die Klarinette draufsteckt. Ist ein bisschen eng bei meiner, aber lieber ein bisschen enger, denn dann weiß man auch, dass es gut schließt. Aber es geht eigentlich wunderbar drauf. Und auch das Mundstück lässt sich relativ einfach und schön versenken. Trotz, dass es Kunststoff ist, aber es funktioniert auch sehr gut mit einem gefetteten Kork. Also an sich an der Verarbeitung kann man überhaupt nicht meckern. Es ist sehr gut gemacht, es funktioniert, Mechanik rauf und runter. Ich habe es, wie gesagt, jetzt ein Jahr getestet und viel benutzt. Ist noch wie am Anfang, funktioniert ganz genau so. Jetzt spanne ich dich nicht weiter auf die Folter und möchte dir einfach mal ein Klangbeispiel, und zwar im Vergleich zu einer herkömmlichen Birne, direkt liefern. Ich fange einfach mal mit der herkömmlichen Birne an und wechsle dann zu der Paulus und Schuler Birne. Und
und so weiter. Das war jetzt eine Birne von Wurlitzer auf meine Wurlitzer-Klarinette. Und dann wechsle ich mal zu Paulus und Schuler. Und dann noch eine weitere Birne, die etwas bauchiger ist, damit ein bisschen einen dunkleren Klang hat, jetzt im Vergleich einfach zu der herkömmlichen und der Paulus und Schuler Birne. Die ist jetzt von Schwenks und Segelke. Okay, mein Fazit, und vielleicht geht es dir genauso bei diesem Hörbeispiel von diesen drei Birnen, ist, dass eigentlich die Wurlitzer Birne und die Paulus und Schuler Birne relativ ähnlich im Klang sind. Das Schöne fand ich bei der Paulus und Schuler Birne, dass sie eben genauso brillant klingt an sich wie die Wurlitzer Birne, also auch diese Helligkeit im Klang hat. Das ist nicht jedermanns Geschmack. Ich mag es sehr gerne, dass es so eine gewisse Strahlkraft hat, eine gewisse Tragfähigkeit, und das bei der Paulus- und Schulerbirne fast noch ein bisschen mehr war, dadurch, dass ich eben das eigentlich auch in allen Stellweiten habe. Also ob ich das jetzt auf 56 mm oder auf 60 mm einstelle, ich habe das immer. Bei der Wurlitzer Birne habe ich das, wenn ich, die ist jetzt 58 mm, wenn ich das richtig zusammenstecke, eben mit 58 mm. Sobald ich ein bisschen rausgehe, geht mir davon ein bisschen verloren, und auch die Ansprache ist dann ein klein bisschen schlechter. Dennoch eine ganz tolle Birne. Ich habe lange Zeit darauf sehr gerne gespielt und mache das auch heute noch hin und wieder. Aber ich finde, die Paulus- und Schuler-Birne macht da eigentlich kaum einen Unterschied. Im Gegenteil, die Ansprache ist wirklich gut. Muss ich sagen, war selbst überrascht, die Ansprache und auch der Klang ist relativ gut. Im Vergleich jetzt zu der Schwenk- und Segelke-Birne, muss ich sagen, bin ich mit dieser hier noch nie so richtig zufrieden gewesen, was mein persönliches Spiel angeht, da ich einfach, wie ich gerade schon gesagt hatte, den helleren Klang bevorzuge, also das etwas deutschere, sag ich mal. Das ist interessant durch diese bauchige Form. Man gewinnt vielleicht ein bisschen mehr Volumen, ja, aber für mich war es im Klang nicht so schön und auch in der Ansprache nicht ganz so brillant, nicht so angenehm, nicht so einfach. Da muss ich sagen, ist die Paulus- und Schuler-Birne tatsächlich mit einer Nasenlänge voraus. Ja, was kostet denn jetzt die Paulus- und Schuler-Birne? Diese schöne Zoom-Birne mit all diesen Vorteilen, die ich gerade schon genannt habe. Sie liegt im Preis tatsächlich relativ hoch, nämlich bei 259 € aktuell. Aber ganz egal, ob jetzt deutsches oder Böhm-System, man kann es für beide Systeme sich so eine Zoom-Birne anschaffen. Liegt relativ hoch, also eine herkömmliche Birne, die liegt da so ungefähr bei 150 €. Also es ist nochmal deutlich teurer mit dieser Zoom-Birne, aber man braucht eben nur eine. Man braucht nicht mehr zwei Birnen oder drei, die man irgendwie durchwechselt, und man hat auch nicht mehr den Hickhack, sag ich mal, mit dem Raus- und Reinziehen. Es ist eine ziemlich gut durchdachte Lösung, und damit bin ich nämlich jetzt auch schon bei meinem persönlichen Fazit. Ich kann sie absolut empfehlen. Ich habe, wie gesagt, jetzt ein Jahr den Test gemacht und bin sehr zufrieden. Anfangs musste ich sagen, und das ist der einzig negative Punkt, der für mich auch kurz zu Zweifeln geführt hat, kaufe ich es jetzt, kaufe ich es nicht, ist das Gewicht. Da musste ich mich wirklich dran gewöhnen, dass jetzt mehr Gewicht auf dem rechten Daumen ist. Man gewöhnt sich aber dran. Also es hat bei mir etwa so 14 Tage bis 3 Wochen gedauert. Und dann muss ich sagen, ja, komme ich damit klar.
Sobald ich aber mal andere Blattschrauben ausprobiere, die etwas schwerer sind, merke ich es schon wieder deutlich. Das ist so der kleine Haken, würde ich sagen, daran. Und der Preis ist auch relativ hoch, aber bei all diesen Vorteilen muss ich sagen, ja, klare Kaufempfehlung, vor allem für Fortgeschrittene. Bei Anfängern wird es noch nicht so relevant sein, aber für Fortgeschrittene und auch im Profisektor kann man es tatsächlich in Erwägung ziehen. Denn auch wenn man dann eine andere Birne ins Auge fasst, die irgendwie was Besonderes ist, etwas bauchiger oder ein anderes Material oder was auch immer, dann sind die ja preislich auch nicht mehr so weit davon entfernt. Und die ist auf jeden Fall ein Test wert, würde ich sagen. Auf jeden Fall ein Test wert. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Test ein bisschen helfen. Falls du bisher schwankend da zugeschaut hast, brauche ich so eine Birne, brauche ich es nicht? Was ist das überhaupt? Wie funktioniert das? Man braucht es nicht unbedingt, aber es ist eine schöne Sache, muss ich sagen. Also von meiner Seite eine klare Empfehlung. Daumen hoch, wie man so schön sagt. Ansonsten, falls dich noch weitere Tests interessieren, hinterlass mir doch einfach einen Kommentar. Dann würde ich das gerne auf meine Liste aufnehmen und liefere dazu immer zeitnah ein Video, falls es noch mehr Interessen gibt zu irgendwelchen Produkten, die du so siehst und nicht weißt, was sollst du damit anfangen. Und ansonsten abonniere doch einfach meinen Kanal, dann verpasst du nichts und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!